Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zu einem weiteren Part. Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Ja Leute, es ist mal wieder soweit. Na gut, es ist heute auch Neujahr übrigens, also von daher erstmal frohes Neues und so. Aber es ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder ein sehr, sehr interessanter Draw, beziehungsweise ein sehr, sehr interessanter Banner gekommen, der... Oh, mal ein bisschen leiser machen. Der dieses Mal Final Fantasy 14 wieder beinhaltet. Und mit Final Fantasy 14 beinhaltet es nämlich auch einen Burst für Ishtola. Und dadurch, dass ich Ishtola wirklich ziemlich als festen Heiler im Team habe, wäre das an für sich echt richtig, richtig cool. Weil, ja, es wird viel HP geheilt und dann noch eine Barriere, die 30% der eigenen HP an Damage negiert. Sprich, wir kriegen für 30% von unserem Leben keinen Schaden, wenn ich das richtig verstehe. Und dann haben wir hier halt noch zwei Spells, die auch richtig, richtig geil sind. Deswegen... Ich habe jetzt ehrlich gesagt die ganze Zeit so, soll ich nicht, aber ja, doch. Ich habe mir gedacht, komm, ich habe 147 Mithril, einen werde ich machen, denke ich. Ob es ein zweiter wird, weiß ich nicht. Ich hoffe ja irgendwie drauf, dass ich mal Glück habe und es ist direkt beim ersten mit dabei. Aber dieser Draw, also dieser Banner, ist auch allgemein bei der ganzen Community so ein bisschen als... absoluter OP-Banner bekannt, sag ich mal. Scheinbar in Japan, als der draußen war, wurde der absolut überdrawed, also der war extrem. Die haben gezogen wie sonst was. Und ja, wenn man sich die Relics so anguckt, kann man es auch verstehen, weil ja, es ist halt ziemlich nett an für sich alles. Es ist an für sich jetzt nichts dabei, wo man sagen könnte, es ist absolut scheiße. Hier das zum Beispiel erhöht den Angriff und die Magiewerte und errichtet eine Barriere, die den Schaden der Angreifer reflektiert. Ist doch geil! Und, ja, okay, hier sind jetzt auch zwar halt das von der Omnirod von Ishtola mit dabei. Und ja, noch ein paar Kleinigkeiten, der Tyros auch halt, Stoneskin 2. Na gut, habe ich schon, aber trotzdem, Healer's Rope wäre auch an für sich interessant noch. Hapsala, Entschuldigung. Ja. Aber auf jeden Fall, wir werden einfach mal unser Glück versuchen. Ziel ist natürlich hier der Burst von Ishtola. Er wäre echt richtig, richtig cool. Also, ja, ich wäre ziemlich, ziemlich glücklich. Also versuchen wir unseren ersten Draw im neuen Jahr. Und ja, hoffen wir mal. Hoffen wir mal, hoffen wir mal, hoffen wir mal. Na, Dr. Mock, was hat er für uns? Was hat er für uns? Und ein. Schade. Aber das ist mal wieder lang. Ist mal wieder lang überfällig, dass ich wieder nur einen habe. Ah. Na komm. Du noch weg und jetzt... Ach, das Ding habe ich auch bestimmt 100 Mal. Und was ist es? Was ist es? Kann ich mit Glück rechnen? Und... Es ist der Tyros. Shit. Na gut. An der Stelle muss ich leider sagen, sind diese 50 Mithril, ja, so ziemlich im Klo versunken. Weil Stoneskin 2 habe ich schon. Ich kann euch auch einfach gerade zeigen, was ich mit der Waffe mach. Ja. Weil. Ich hab Stoneskin schon. Ich hab den Tyros schon. Ich hab mehr als genügend starke Heilungs. Zauberstäbe für Final Fantasy 14. Da wird der, denke ich mal, von den Werten her. Ja. Beziehungsweise normaler wird dann nicht groß was rausholen. Aber jetzt hier kombiniert eventuell. Ah, wir können ja mal kurz schauen. Der Tyros hat jetzt 125 und 109. Und
der Omnirod hat, wenn ich ihn finde, da. 125 und 100, okay. Er ist im magischen Bereich ein bisschen besser, aber im Mind-Bereich, da nimmt sich keiner was. Auf jeden Fall haben wir das jetzt halt, ja. Ich wollte es versuchen, ich habe es versucht, ich bin glücklich gescheitert. Aber ich, wie gesagt, ich werde noch überlegen, ob ich noch einen weiteren Draw machen werde oder nicht, weil es kommt bald ein Final Fantasy 9 Event, wo drei Sachen für sie dann dabei sind und da will ich eigentlich mindestens zweimal ziehen. Wenn nicht, eigentlich hatte ich mir sogar gedacht, dreimal oder je nachdem, wie viel Mithril noch übrig ist. Deswegen, aber wie gesagt, wenn noch einer kommt, dann werdet ihr es sehen und ich überlege es mir noch und ich sage an der Stelle dann ciao, ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Draw Final Fantasy Record Keeper. Also macht's gut, Leute.